Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und yep, willkommen zum großen Wiedersehen von den Reality Queens. Und ich bin gespannt, wie das ablaufen wird, ob es ein bisschen eskalieren wird. Ich meine, wir haben da eine Dani Büchner, wir haben da eine Vanessa, wir haben da eine Emmy. Also ich sag mal, das Potenzial für ein bisschen Ausrasten ist auf jeden Fall da. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt von Reality Queens, checkt mal wie immer den Link in der Videobeschreibung. Und auch wie immer, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Shoutout an die Gang, die schon lange da ist und Shoutout an alle, die sich gerade entscheiden. Soll ich oder soll ich nicht? Der redet zu viel. Eigentlich nervt er mich, aber ich liebe, was er sagt. Boom, dann abonniert doch einfach meinen Channel. Würde mich freuen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ein und es geht los mit der einzig wahren Queen dieser Staffel, die leider schon relativ früh nach Hause gegangen ist, weil sie ihren Sohn vermisst hat. Aber spätestens jetzt wisst ihr alle, von wem ich spreche. Claudia, the stage is yours. Ich glaube, ich habe am Anfang gespuckt. Egal. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich wirklich mit dem Dschungel angefreundet. Mir hat das so wirklich so richtig gut getan, wie irgendwie so ein Spa-Wellness-Bereich, wie... Wirklich, das war einfach fantastisch. Und am liebsten an der Stelle mag ich einfach, wie Emmy die Augen verdreht. Nicht, weil sie Claudia nicht mag. Sie behandelt ihre Fans ganz gut. Obwohl die Fans Emmy nicht mit Y schreiben. Die verdrehten Augen bezogen auf, dass es war wie ein Spa-Urlaub. Yep, kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Und in Gedanken denkt sich Emmy die ganze Zeit, Rostwasser! Hat sich die Erfahrung mit dem Plumpsklo fürs Leben abgehärtet? Ich habe mich aber mit dem Plumpsklo gut angefreundet, denn ich war die meisten gesehnte Besucherin. Claudia war schon so 20 Mal in der Nacht ja, auf Toilette. Ja, hey. Ist sogar das Klo-Scheiße umgefallen, weil ich gar nichts mehr gesehen habe. Und warum hat man das nicht eingeblendet? Da gab es doch so eine berühmt-berüchtigte Szene bei Promi Big Brother. Auf jeden Fall irgendwas klingelt gerade. Oh mein Gott, war das nicht sogar Lilo, die jetzt hier auch bei Kampf der Reality Stars war, die sich festgehalten hat an dem Zelt und dann irgendwie hingefallen ist und das ganze Zelt ist zusammengebrochen? Und ja, auch wenn es vielleicht fies klingt, es war hilarious und an alle, die sich noch erinnern, es war schon sehr, sehr witzig. Aber ja, hat man hier nicht gezeigt. Und wie süß ist bitte Claudia? Ich glaube, die ganze Staffel wäre anders gelaufen, wenn sie nicht so früh den Absprung geschafft hätte, in Anführungszeichen. Ich mag die Schleife in ihrem Haar, aber noch witziger wäre es gewesen, wenn sie auf Kimmy gemacht hätte und mit einer Krone gekommen wäre. Ich meine, was wäre das für eine Fallhöhe? Dani, ja? Du hast Malisa als falsche Schlange bezeichnet. Bleibst du bei dem Urteil? Wer es sich wagt, bei Social Media, wo meine Tochter und ich gehatet werden, darunter zu kommentieren, was soll ich da sagen? Und sie sagt jetzt nicht, was kommentiert wurde, aber ich nehme mal an, nichts Positives, so wie die restlichen Kommentare. Hat sich Malisa ja nur eingereiht. Allerdings muss ich hier auch an der Stelle sagen, von diesen verhärteten Fronten, die Büchners und Malisa, ich bin dazwischen, ich mag da niemanden. Darf ich was dazu sagen? Nein. Ach so, du hast mir den Mund zu bieten, ja? Malisa, ich rede gerade. Soll ich dir auch ins Wort fallen? Na, dann red bitte aus, dann sag ich was dazu. Ich weiß nicht, seit wann du so mutig geworden bist, aber ich rede doch gerade. Was hat das mit mutig zu tun? Dani, mit der längsten Pause in der Geschichte von Trash TV. Jürgen ist schon vorgelaufen zu Dani und hat gedacht, die ist auf Standby. Ich dachte, man muss sie wieder hochfahren, aber nein. Sie möchte nicht, dass Malisa ihr ins Wort fällt. Und Dani denkt auch, sie wäre Clint Eastwood bei irgendeinem Western-Duell. Ich weiß nicht, seit wann du so mutig geworden bist. Ich spucke heute den ganzen Tag. Was ist denn los mit mir? Cheers, Leute. Jetzt spucke ich noch mehr. Man lässt doch Menschen ausreden, oder? Ja, sprich gerne. Okay, ich sprich sehr gerne. Und wenn ich Bock habe, spreche ich hier noch 3 Stunden. Okay, danke schön. Bitte. Dani versucht ja die große Bühne der TV-Show zu nutzen und irgendwie ist es schon sehr unangenehm. Man hat das Gefühl, sie hat das zu Hause auf jeden Fall vor dem Spiegel geübt und es kommt irgendwie so, keine Ahnung, wie so ein Batman-Würfchen auf Wish bestellt. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, Malisa hat Dani nominiert und Dani versteht das vorne und hinten nicht. Normalerweise hätte ich Emmy nominiert, wie sie auf einmal alle dich nominieren wollten. Ne? Hey, das wollte ich nicht ausreden lassen. Darf ich mit Emmy reden? Naja. Was mischst du dich jetzt ein? Lass sie doch ausreden. Dani hat ja in dem Trailer auch gesagt, dass sie sagt, ich bin hinterhältig, weil ich sie nominiert habe. Aber sie hat mich ja selber nominiert. Also, und sie sagt selber die ganze Zeit, das ist ein Spiel. Genau, es war ein Spiel. Yep, und plötzlich verstummt Dani, die denkt sich auch, oh, gegen dieses Argument kann ich wenig sagen. Aber hey, dass du so mutig geworden bist, mir jetzt hierhin zu sagen, bliblablub. Auf jeden Fall, Philipp ergreift wieder das Wort und er muss hier kurz feststellen, dass sich an Malisa und Jasmin etwas verändert hat.
vor allem auf der Haut. Denn Malisa und Jasmin, ihr seid ja richtig enge Freunde geworden. Ihr habt euch Pink Piranhas tätowieren lassen? Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Als Erinnerung. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Also ein Tattoo davon kann ich gar nicht nachvollziehen. Und man merkt das Emmy so richtig an. Für die war das so eine klitzekleine Show. Ja, war cool, dass man mitgemacht hat, aber so eine richtig hohe Bedeutung hatte es nicht. War auch Staffel Nummer 1. Und zugegeben, ich glaube, die Meinungen über die Staffel gehen auch so ein bisschen auseinander, generell über das Format, meine ich. Und ja, dass man sich dann so ein paar Tattoos macht und dass man jetzt den Freundschaftsbund des Lebens geschlossen hat. Okay, wir stecken da nicht drin. Malisa und Jasmin haben sich gut verstanden. Die haben sich gut zugesprochen. Die waren in verschiedenen Situationen da. Und ja, die können natürlich machen, was sie wollen, aber so ein kleiner Piranha auf dem Arm, ja, okay, kann man machen, muss man nicht. Die nächste Baustelle, die mal wieder aufgemacht wurde, ist das, was zwischen Malisa und Carina stand. Der Move von Malisa war auf jeden Fall assi. Sie hat in der Nominierung noch gesagt, und ja, sie war so für mich da, als ich diese Panikattacke hatte. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie noch drin bleibt und wir das irgendwie klären können, was zwischen uns steht. Malisa, wen wählst du? Carina. What? Carina, erzähl mal, gab es die Aussprache mit Malisa? Nee, weil ich stehe immer zu meinem Wort. Malisa hat versucht, mich mehrmals zu kontaktieren. Ja. Und logischerweise muss man daraufhin sagen, war Carina not amused. Sie hat vorher gedacht, okay, man kann miteinander reden, aber ab diesem Zeitpunkt, nach dieser Nominierung, definitiv nicht mehr. Das ist doch das, was ich am meisten wirklich ehrlich bereue, dass ich dich nominiert habe. Gibt es da eine Vorgeschichte oder ging es wirklich nur um diese Nominierung? Damals zu einer Zeit auf Instagram, wo ganz viel gegen mich geschossen wurde, ist Malisa mit auf den Zug aufgesprungen und hat da auch gegen mich geschossen. Hat mich unter anderem als Schlampe da drin betitelt. Sie streitet's ab. Ich kann mich daran nicht erinnern. Oh, das kennen wir doch aus der Politik. Also ich weiß leider von gar nichts. Das kennen wir aus der Politik oder von dem Typen von Temptation Island mit der Knieverletzung. Habe ich mit einer anderen rumgemacht? Also weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht. Ich war gut betrunken, ich weiß nicht mehr, weiß nicht mehr. Oh, der Arme hatte einen Blackout. Und ich vermute, Malisa weiß das natürlich zu 100%, aber es kommt jetzt natürlich blöd, vor einem größeren Publikum zu sagen, ja, ich habe sie als Tante bezeichnet. Und ja, da bin ich wohl ein bisschen aus der Haut gefahren, wie mein kleiner Piranha hier, du. Sollte ich wirklich so eine Scheiße gemacht haben, dann entschuldige ich mich. Was mich auch aber sehr krass verletzt hat, ist, dass sie in der ersten Folge Bodyshaming betrieben hat und gesagt hat, ich mag Malisa nicht, denn sie hat keinen Hals. Ratatatata, wir kommen zu einem typischen Streitgespräch. Ja, okay, wenn ich das gemacht haben sollte, dann vielleicht tut's mir leid. Aber die Gute hat mich hier auch geschämt. An sich ist es erstmal eine Feststellung. Ja, also das ist genauso, wenn ich sagen würde, Theresia hat lange Beine. Das ist wertfrei gesagt. Und da stehe ich ein bisschen zwischen den Stühlen, denn ja, Theresia hat lange Beine. Aber das andere war ja nur gesagt, um sie irgendwie zu dissen oder fertig zu machen. Allerdings muss ich auch sagen, ich verfolge gerade mit sehr großem Interesse amerikanische Comedy, so die Stand-Up-Leute. Einer meiner absoluten Favorites ist Andrew Schulz. Was mir da auch aufgefallen ist, die trauen sich wirklich alles zu sagen, wenn es einfach Fakten sind. Wenn da jetzt jemand im Publikum sitzt, der hat größere Ohren, dann nennt er den bestimmt irgendwann zwischendurch Dumbo und sagt, oh, wo ist Dumbo? Fliegt der gerade wieder? Haben wir eine Feder? Haben wir eine Feder? Und dann lachen alle Leute, weil es einfach das Offensichtliche ist. Und selbst der Typ mit den großen Ohren lacht dann auch. Hier in Deutschland ist alles Vogue. Sobald du irgendwas ansprichst, darfst du es nicht ansprechen. Dann heißt es gleich, dass es Shaming ist. Und ich bin da schon eher so bei dem amerikanischen Prinzip, wenn irgendwas sehr, sehr offensichtlich ist, so eine, die alles gemacht hat, dann darf man das natürlich auch sagen, weil offensichtlich hat sie das ja auch gemacht, damit es auffällt. Hier in dem Fall ist es ein bisschen anders, denn die Intention war ja nicht wie bei einem Comedian irgendwas Lustiges zu sagen, sondern sie einfach hardcore zu treffen und wahrscheinlich, das haben wir ja mitbekommen, auf Instagram alle, die Malisa folgen, die hat ja hier und da mit ihrem Selbstwert zu kämpfen. Hat sie nicht letztens auch eine Rücken-OP gehabt? Hatte das auch was mit dem Hals zu tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall greift hier Carina mit dieser Sache mal wieder schön tief in die Chipstüte, wie bei Claudia Obert. Mittlerweile darf man nichts mehr sagen. Ich meine, wenn ich das verletzt habe, tut mir das leid, aber es war nicht als Bodyshaming gemeint. Verletzt, weil ich sehr oft von Hatern bekomme, dass ich ja keinen Hals habe und dass es aussieht, als ob mein Kopf auf meinen Schultern sitzt. Also verständlich, dass ihr das so ein bisschen nahe ging, aber deshalb hat sie ja auch nicht eine Carina als Tante zu beleidigen. Wir schauen uns den nächsten Konflikt an und der bestand ja zwischen Carina und Ricarda. Und was da wirklich das Problem ist, hat, glaube ich, bisher keiner verstanden. Weil ich bis heute nicht verstehe, was Carina gegen mich hat. Dich? Mag ich nicht und ich will mit dir nichts zu tun haben, also spreche ich nicht mit dir. Ich finde es einfach respektlos, also ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Wie kannst du einen Menschen nicht mögen, wenn du noch nie irgendwie... Ja, siehst du doch, du bist mir einfach unsympathisch. Ja gut, und dann will ich mit dir keinen Kontakt haben. Und irgendwie hört sich das sehr engstirnig an, obwohl ich auch relativ schnell sagen kann, und das ist vielleicht auch nicht unbedingt ein positiver Charakter zu, wenn ich in einer Gruppe bin, kann ich so nach 3-4 Minuten schon sagen, ob ich jemanden sympathisch finde
oder nicht. Eigentlich reichen dazu schon 10 Sekunden. Es hat viel mit der Tonalität und mit der Mimik und Gestik zu tun. Und manche Leute wirken dann schon so negativ, dass man die erstmal besser kennenlernen muss, um zu sagen, ja, am Ende sind die vielleicht doch sympathische Leute. Carina mag Ricarda nicht. Vielleicht mag Carina einfach nicht das Auftreten von Ricarda. Sie gucken natürlich jedes Trash-Format. Sie hat sie gesehen im Sommerhaus mit Maurice und vielleicht mag sie einfach nicht die Art und deswegen hat sie ihr dann auch keine Chance gegeben, was eigentlich tatsächlich schwach ist. Chancen geben sollte man schon, gerade wenn man mit dem Menschen vorher noch nie irgendwas zu tun hat. Aber wie auch immer, wie seht ihr das Ganze? Gerne unten in die Kommentare. Carina, wenn du mich so sehr hasst, dann geh doch in die Ecke. Ich hasse dich nicht, du bist mir einfach egal und das akzeptierst du nicht. Ich überlege gerade, wenn ich in der Position von Ricarda wäre und dabei jetzt irgendjemand sagt, nee, also Khabibi, den finde ich richtig scheiße, richtig kacke, voll der unsympathische Typ. Und dann begegne ich den zum ersten Mal und dann sagt, boah, nee, ich mag den überhaupt nicht. Wie würde ich da reagieren? Würde ich jetzt wollen, dass er mich mag? Wäre mir wahrscheinlich egal. Vielleicht wäre ich aber auch so gekränkt, dass ich sagen würde, Spiegel, Bro, ich mag dich auch nicht. Spiegelt sich. Dann geht es nochmal um die Panik von Malisa, die ja an einem Tag sehr wohl da war. An einem anderen Tag hat sie gesagt, Wasser? Geil! Sag mir wie tief und ich werde mit meinen Zehenspitzen die kleine Erde da unten berühren. Bist du denn der Meinung, dass du das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen übertrieben hast? Nee, also ich wünschte, ich hätte das nicht und ich wünschte, ich würde nicht solche Ängste haben. Ja, ganz zu Beginn hat sie halt gesagt, dass sie sich gerne öfter mal dümmer stellt im Fernsehen, weil das ja dumme Blondinchen kommt halt besser einfach an. Und das ist etwas, das würde eine Antwort von Malisa verlangen, denn man hat das bei ihr ja schon öfter mal mitbekommen. Wir alle oder viele erinnern uns an diese Flocke-Situation, als der irgendwelche Nachrichten da geleakt hat. Also irgendwie steht das sehr, sehr offensichtlich im Raum und ich kann es mir leider, muss ich an der Stelle sagen, 100% vorstellen, dass sie halt genau weiß, wie sie ihre Zielgruppe steuern muss. Sie weiß, auf was ihre Zielgruppe anspringt und nicht nur sie, ich rede jetzt allgemein, das ist ja bei den meisten Trashies so. Was können wir machen? Wo kriegen wir am meisten Feedback für den Algorithmus? Ah, okay, heute ist es das. Dann werde ich wieder sagen, dass ich da Probleme habe und viele Leute werden mir beipflichten. Das glaube ich leider. Und das ist sehr, sehr bitter und für mich das Schlimmste, was du im Reality-TV eigentlich machen kannst. Und wie gesagt, ich rede hier allgemein, weil das ist bei vielen so sehr, sehr offensichtlich, aber es gibt halt auch leider viele Zuschauer, die sich dann lieber austauschen, weil sie ähnliche Probleme haben, ohne zu verstehen, dass den Leuten das egal ist, aber sie wollen halt den Algorithmus füttern. Das ist hart. Das war halt immer, wenn die Kamera da war, hatte ich halt einfach das Gefühl, dass du dich verstellst. Einen Tag machst du den sterbenden Schwan und ich will das Wasser nicht mal berühren, so quasi. Und am nächsten Tag, ja, es geht aufs Wasser, okay, ich bin da. Und ich weiß, wir haben das schon diskutiert und da ging die Meinung so ein bisschen auseinander. Viele konnten Malisa da irgendwie nachvollziehen. Ich konnte es in dem Fall nicht, aber ich möchte mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich Angst habe vor einem Tunnel. So, dann geht's nochmal um die Szene, die ich vorhin schon beschrieben habe, dass eben Malisa eine Panikattacke hatte und Carina in ihrer unmittelbaren Nähe war und sie dann nicht sich zurückgezogen hat im Wasser mit ihrer Schwimmweste und ins Fäustchen gekichert hat, von Jürgen noch eine Chipstüte geholt hat und dann, sondern nein, sie hat sie unterstützt, hat sie sozusagen auf ihre Schultern gehoben und hat gesungen, You are not alone. Carina, du warst ja dabei und ich bin dir wirklich dankbar, dass du für mich da warst in dem Moment und dass du mir geholfen hast. Und du hast ja gesehen, dass ich ja wirklich Angst hatte. Das kann man ja auch nicht spielen. Wenn das würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, das kannst du schon spielen. Aber ob das jetzt real war oder nicht, Lord knows. Was auf jeden Fall real war, war Emmys Drang dazu zu sagen, ich will hier weg. Ich mag das nicht. Bäume, ich hasse Bäume. Die sind so grün. Grün steht mir nicht. Deswegen will ich auch lieber zu den Pink Piranhas. Ich mag es nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ein Vogel. Ich hasse Vögel. Stichwort, ich kann das nicht mehr. Seid ihr auch der Meinung, dass Emmy da fake war? Ich glaube, ganz Deutschland und weit über Deutschland können alle bezeugen, ich bin alles andere als fake. Ah, da rufe ich mal meinen Kumpel in Chile an und sage, ah, buenos dias, señor. Pero se no me entiende. Emmy. Realistico, Dschungel. Ah, sí. Ah, ja. Also, Enrique hat gerade gesagt, er glaubt schon, dass einfach Emmy da die Wahrheit gesagt hat und dass sie wirklich da ein Problem mit hatte. Okay. Malisa hat einfach noch nicht ihren richtigen Durchbruch gehabt im TV und nutzt einfach jede Chance, die sie bekommt, um Sichtbarkeit zu kriegen. Und das glaube ich auch. Also der Wille hier so durchzustarten im TV ist auf jeden Fall da und sie war schon irgendwie in einigen Formaten. Aber ist sie jetzt so der Sendezeit-Guru? Schaut man Formate wegen Malisa? Ich würde sagen, nein. Aber ich bin mir tatsächlich auch sicher, dass wir sie hier und da noch sehen werden. Und die Verstrickung, Game of Thrones mäßig, gehen hier noch weiter, denn Malisa hatte ja auch ein kleines Problem mit Sandra, beziehungsweise eigentlich, als es zu diesem Teamwechsel kam, hatte man das Gefühl, mein neuer bester Freund, irgendwie wirkt es so ein bisschen komisch, weil man die nicht wirklich zusammen gesehen hat und Sandra war plötzlich cool mit Malisa und Sandra hatte zum ersten Mal gefühlt, irgendwie eine Freundin da drin, beziehungsweise eine Vertraute. Und dann gab es ja die berühmt-berüchtigte Nominierung, da hat Sandra dann Malisa gewählt. Ich glaube, Vanessa war zu dem Zeitpunkt geschützt und
Patricia, wenn mich nicht alles täuscht, hat dann auch Malisa rausgeworfen. Und das hat, glaube ich, ja Malisa gar nicht so gut geschmeckt. Wie enttäuscht bist du von Sandra? Boah, ich muss ehrlich sagen, als ich rausgeflogen bin, habe ich erstmal tagelang nur geheult. Es hat mich wirklich krass verletzt. Und jetzt hatten wir auch bis heute keinen Kontakt mehr. Uns war klar, dass wir eine Vanessa nehmen werden und haben aber leider nicht damit gerechnet, dass das nicht möglich ist. Für mich war sie wirklich wie eine Freundin. Ich habe gedacht, ich habe eine richtige Freundin dazu gefunden. Und ja, ich weiß, es gibt viele, die Sandra nicht mögen. Es gibt aber auch ein paar, die Sandra auf jeden Fall feiern für ihre Art, dass die einfach so ist, wie sie ist. Die ist schon anders. Allein wie sie da sitzt und wenn man die Mimik beobachtet und Malisa sagt irgendwas von Freunden. Und man sieht bei Sandra, das ist voll interessant, wie sie jedes Wort mit ihrer Mimik wertet. Und bei Freunden macht sie so, als ob wir Freunde waren. Also es gibt immer ein direktes Feedback und das machen eigentlich die wenigsten. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen störend für manche, die dann denken, was macht die jetzt schon wieder? Das macht die extra, die will doch damit provozieren und so weiter und so fort. Und das ist mir jetzt hier vor allem auch bei diesem Wiedersehen aufgefallen. Malisa, wenn du wirklich in eine Sendung gehst und glaubst, dass du da Freunde findest, dann ist es. Können wir überhaupt in diesem ganzen Reality-Game jemandem vertrauen? Nein. Ja, dir selbst. Auch ich vertraue in diesem Case niemandem, weil ich glaube, es geht halt wirklich darum, die Leute wollen natürlich für sich das Beste. Und auch wenn ich zum Beispiel in Kontakt trete mit den Leuten, dann weiß ich natürlich auch im Hintergrund, okay. Und manche denken schon, dass sie mich so als Plattform nutzen könnten, wenn ich da positiv da über sie rede, aber das mache ich nicht. Und deswegen versuche ich den Kontakt auch wirklich nur ausgewählt zu Leuten zu haben, wo ich dann denke, dass diese Leute jetzt nicht so die sind, die sofort irgendwie das Messer in einem Rücken rammen wollen. Und das gilt jetzt nicht nur für Trash-TV. Ich glaube, das gilt eigentlich für alles so ein bisschen. Du und Patricia, ihr wart ja eigentlich das Dreamteam. Und dann hat sie dich nominiert. Es hat mich auf jeden Fall total enttäuscht und verletzt. Aber ich kann natürlich auch verstehen, gerade weil es ums Finale ging, dass das Taktische für sie dann überwogen hat. Ich kann ihre Enttäuschung verstehen. Da war ich mir selbst am nächsten, da bin ich ganz ehrlich. Es tut mir auch sehr leid. Also ich glaube, in deiner Position hätte ich halt genauso entschieden. Und mit diesen Worten ist der Case hier closed, denn ja, das habe ich auch in meiner Reaction gesagt. Ich glaube, Vanessa hätte das Gleiche gemacht. Natürlich ist es in diesem Moment enttäuschend. Was komisch war, dass Patricia so getan hat, so, hä, bist du jetzt enttäuscht? Wie kann das denn sein? Das war ein bisschen dummer Move. Es war offensichtlich, das sagt sie jetzt hier auch, es tut mir leid. Und ja, klar kann ich das nachvollziehen, dass du da enttäuscht warst. Aber von Vanessa waren das jetzt hier die richtigen Worte, denn genauso habe ich das auch eingeschätzt. Und sie hat das auch gemacht. Ich meine, es ging um das Finale, es ging um 25.000 Euro und als ob dann irgendjemand gesagt hätte, nein, wegen unserer aufgebauten Freundschaft seit 4 Tagen lasse ich dir den Vortritt. Und dann so ein kleiner Klaps auf den Po und Dankeschön. Julina, was denkst du eigentlich über Jasmins Begründung für den Rauswurf? Also ich finde, wenn man jemanden rausschmeißen möchte mit der Begründung, weil du hast ja einen Job, beziehungsweise ich gönne dir das nicht, finde ich es schon sehr arm, ehrlich gesagt, weil sie sagt ja auch zu mir, ich wäre fake gewesen. Jo, und apropos Job, Flugbegleiterin habe ich hier gehört oder wurde letztes Mal gesagt und das hat auf jeden Fall für Aufruhr gesorgt in den Kommentaren. Und nein, ich weiß nicht, welche Airlines, ich habe dann öfter in den Kommentaren gelesen, dass es heißt, dass sie noch nicht aktiv arbeitet, sondern nur die Ausbildung dazu gemacht hat. Aber das ist pure Spekulation, ich weiß von gar nichts, ich gebe nur das wieder, was ich in den Kommentaren gelesen habe. Da hat sie gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich habe hier gar keinen Bock drauf, ich habe gar keine Lust hier drauf. Und dann wollte ich einfach, dass jemand, eine Theresia, die da wirklich Bock drauf hat, dann auch so weiterkommt. Ja, und das ist auch nachvollziehbar. Jolina hat doch sie auch gewählt, also Jasmin. Und Jasmin eben sie. Ihre Begründung war ein bisschen ausschweifend, aber ich sag mal so, fast mit jedem Wort hatte sie doch recht. War ja so. Und ich hätte es auch einer Theresia mehr gegönnt als einer Jolina. Ihr dumm? Also. Ach so. Und zu anderen darf man sagen, sie ist dumm. Auf dem Sofa da, eklige. Was? Guck doch. Und wenn ihr wissen wollt, wie nervig ich bin, wenn ich mit anderen Leuten hier Trash-TV ganz normal gucke und sie reagieren, ich bin wie Jolina. Die eklige, was für ein... Und deswegen hier immer schön gefiltert. Nein, also auf jeden Fall Jolina, man merkt einfach, der Hass zwischen Sandra und ihr ist auf jeden Fall da. Und da gibt es nochmal ordentlich Feuer und irgendwie ein bisschen unangenehm ist es schon. Irgendwie habe ich mich hier so wie eine kleine Schlange und freut sich, wenn andere fliegen. Ja. Also es ging ja gerade um mich und nicht um dich und du musst nicht sagen, hässliche oder sonst irgendwas, Beleidigung brauchen wir nicht. Ich glaube, das war darauf bezogen, weil ich ja mitbekommen habe, dass die Gruppe gegen mich gesprochen hat, die sich zusammengetan haben und wussten, dass sie mich wählen wollen. Dann wurde aber das ja mit der Zicke bestimmt, dann konnten sie es halt nicht machen. Dann wurde gesagt, wir dürfen nicht im eigenen Team wählen. Das heißt, deswegen habe ich mich halt durchgeschmuggelt wie so eine Schlange. Hat sie auch und kurz vor dem Finale, ja, da hat sie gejubelt, aber auch relativ silent. Hey,
Ja, aber weil sie es halt auch ins Finale geschafft hat. Und keiner ist davon ausgegangen, dass es Sandra schafft, weil der Hass der Gruppe gegen Sandra war ja deutlich zu spüren in jeder Folge. Sie hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Sie hat auch gesagt, ich habe hier keinen Bock, irgendwelche Freunde zu finden. Ich habe es hier und da ein bisschen auch kritisiert, weil ich das Verhalten so ein bisschen komisch fand. Viele von euch haben gesagt, nee, ich würde das genauso machen. Und im Endeffekt ist sie halt schon, das muss man ihr lassen, einfach ihren Weg gegangen, hat sich da jetzt nicht verstellt, hat jetzt nicht zu 100% irgendwie rumgeschleimt. Das wurde ja am Ende auch vorgeworfen, aber da ging es auch nochmal um den Disput zwischen Vanessa und Sandra. Und egal, was Sandra gemacht hätte oder Vanessa, die hätten sich gehatet. Wenn Sandra so gemacht hätte, dann hätte sie gesagt, boah, wie laut sie hier schnipst. Die will doch provozieren. Also ich bin zu 100% echt. Ich habe kein falsches Spiel gespielt. Ich mache da mein Ding. Ich sag ja auch selber vor Ort, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Ich mache nicht dieses nur damit ich nicht gewählt werde oder so. Aber sitzt dann da mit Malisa in der Badewanne. Oh mein Gott, blablabla. Ja, und zugegeben, das stimmt schon so ein bisschen. Das hat mich auch verwundert, dass die plötzlich sich so verhalten hätten, als wären die Freundinnen und würden sich schon länger kennen. Aber da muss man natürlich auch sagen, das waren ein paar Stündchen. Und ich meine, am nächsten Tag kam es, glaube ich, schon zu der Nominierung. Und dass dann Sandra jetzt nicht alles tut für ihre neue Freundschaft, sondern eher an sich denkt, um weiterzukommen, kann ich aber auch nachvollziehen. Das finde ich nicht so einen krassen Move, wie es ihr jetzt angedichtet wird. Und bei Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt, Trash TV färbt hier ein bisschen ab. Bei Gott, ich kritisiere Sandra auch stark, aber ich kann es hier voll verstehen. Sie muss alles kommentieren, sie muss sich überall einmischen, sie muss immer irgendwo stattfinden und das auf Kosten anderer. Wenn du vor ihr stehst, wenn du mit ihr sprechen möchtest, so wie jetzt, sie schafft es nicht mal, einen anzuschauen. Sie schafft es nicht, einfach ein normales Gespräch zu führen. Sie muss immer lachen. Das Einzige, was sie macht, wir haben uns auch danach auf 3 Events gesehen, ist dann im Internet ein Reel hochzuladen, Stories hochzuladen und zu hetzen. Ich verstehe, was sie hier meint und ich fand es wieder lustig, die Mimik von Sandra dabei zu beobachten. Und wie gesagt, die mögen sich halt einfach nicht. Und das mit dem Reel hochladen, Story und so weiter, ich glaube, das ist halt einfach, jetzt so ein bisschen blöd gesprochen, das ist halt deren Job. Auf dem Event macht sie keine Klicks, auf dem Event kann sie kein Feuer legen und Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen nutzt sie einfach alles, was passiert, nicht in dem Moment, um dann auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, dies und das, sondern um später am nächsten Tag damit zu polarisieren. Das ist leider auch dieser Job des Influencers und das ist eigentlich das Gleiche, was ich am Anfang gesagt habe mit den Leuten, die irgendwas so vorgaukeln, damit Leute dann darüber reden. Ist halt bei Sandra so, dass sie das, was halt passiert ist, aus ihrer Sicht sich halt so auslegt, um damit irgendwie für Aufsehen zu sorgen. Und das ist halt einfach das Business. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich den Da Vinci Code geknackt. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass eine Vanessa dann denkt, ey, die soll sich gerade machen, die macht sich nicht gerade, die bellt die ganze Zeit wie ein kleiner Hund und dann geht sie zum Beispiel nicht zum Famefighting. Du schiebst immer dir alles zurecht, als hätte ich all die Mädels hier aufgehetzt. Warum haben dich alle als Zicke gewählt und warum hat mich keiner gewählt, wenn ich doch so zickig war? Letztendlich war jeder auf sich selber gestellt und ich habe halt kein Problem damit, mich zurückzuziehen, wenn ich merke, dass andere hinter meinem Rücken reden. Ich bin halt nicht da, um Freunde zu finden. Und schreibt mir jetzt gerne mal unten in die Kommentare, wer hat den Blumentopf gewonnen? Vanessa oder Sandra? Ich würde fast sagen Sandra. Denn Vanessa war jetzt, durch die Blume gesagt, nicht unbedingt die sympathischste. Ich erinnere mich eigentlich, wenn ich jetzt in einem Monat drüber nachdenke und ihr wisst, ich verdränge alles, dann erinnere ich mich eigentlich nur, dass die immer so ein bisschen miesmuschelig da saß und vor allem natürlich gegen Sandra gehatet hat. Also das musste sie ja schon zugeben. Die meisten Interviews, die sie abgegeben hat, waren halt gegen Sandra, um zu sagen, wie kacke Sandra hier und wie kacke Sandra da ist. Am Ende hat man das bei Sandra natürlich auch vernommen, aber immer mit dem Nebensatz, ja, ich bin hier nicht, um irgendwelche Freunde zu finden. Und ich fühle mich so, als würde ich Sandra verteidigen, aber es ist gar nicht meine Absicht. Und im letzten Punkt ging es nochmal um das Wort Riesenbaby und hat Patricia Blanco Bodyshaming betrieben, bezogen auf Joelina. Oder war es die ganze Situation? Irgendwie hat man ja schon vermutet gehabt, also ich hatte es vermutet, dass die Joelina natürlich schon meinte, ich meine, sie hat offensichtlich davon gesprochen, aber ist dann relativ schnell zurückgerudert. Und im Endeffekt frage ich mich nur, wann wir endlich mal wieder hören, hau mir doch eine rein. Übrigens habe ich letztens versucht, daraus einen Song zu machen und ich weiß nicht, ob bezogen auf das, was gerade gesellschaftlich hier alles passiert, auch im Trash ein Song, wo jemand sagt, hau mir doch einen rein, so passend ist. Ich habe es ein bisschen probiert und dachte dann, ah, da werde ich wahrscheinlich gecancelt. Deswegen gar keinen Bock und auch zugegeben, mir ist nicht unbedingt was sehr, sehr Gutes gelungen. Deswegen, on to the next one. Ihr wisst, immer wenn wir einen guten Ausdruck haben, schreibt mir das in die Kommentare und ich kann sicherlich daraus irgendwas machen. Außer da. Also ich war wirklich in dieser Situation wirklich genervt. Das Wort Riesenbaby, das habe ich gar nicht für wahrgenommen. Jetzt, wenn ich das mit Abstand betrachte auch, ja, sie hat es gesagt, sie hat gebrüllt, ich habe gesagt, ja, okay, jetzt sitzen wir drei hier und springen uns nicht am Hals. Du hast halt auch ein bisschen rumgeschrien da wieder an dem Seil. Aber kannst du verstehen, sorry, wenn ich unterbreche. In dem Moment denkt man natürlich, du meinst sie. Du guckst in die Richtung. Ja, ja, natürlich. Verstehe ich auch. So wie wenn ich jetzt sage, oh, du blöde Kuh und denk dann so, ja, das ist eigentlich die Palme da hinten. Ich hatte immer den Eindruck, du magst mich nicht, dass wir beide uns nicht so gut konnten.
habe ich auch mal gesagt, also Dani und ich glaube, das wird nichts mehr. Gestern war ich noch so, oh, ich habe keinen Bock auf die Dani. Bin ich jetzt ehrlich? So, boah, nee, und ey, ich kotze mir einen. Wirklich war ich so. Heute bin ich aber so, wo ich sie jetzt so erlebe. Und mit Dani habe ich ab jetzt für mich gar kein Problem mehr. Haben wir gerade ein klärendes Gespräch mit einer Beteiligung der Büchners gesehen? Ich bin ja völlig fassungslos. Okay, die beiden haben es geklärt und ja, kein böses Blut, überraschend. Aber kommen wir jetzt eigentlich mal zur wahren Gewinnerin. Okay, das war schon Claudia, aber die wirklich gewonnen hat, Theresia. Die allererste deutsche Reality Queen. Was hast du mit der Kohle gemacht? Aber tatsächlich haben wir gesagt, Stefan und ich, dass wir gemeinsam uns jetzt auch was kaufen wollen und dass ich da auch etwas mit anlege. Ja, und wie erwachsen willst du mit dem Geld umgehen, fragt Theresia. Finde ich sehr, sehr gut an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Es war mir ein Vergnügen, dieses Format mit euch zu besprechen. Ich bin gespannt, ob es noch eine zweite Staffel gibt. Schreibt mir eure Gedanken gerne unten rein. Das war's mal wieder von mir. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.